Ich möchte die Arbeitsgruppe vorstellen: Kommunalpolitik, Denkmalpflege, ein weites Feld. Alles, was jetzt gesagt wird, ist nur schlaglichtartig angerissen. Über die Folgen, die 40-jährige Alleinherrschaft der SED, kann sich jeder Fremde hier im Lande innerhalb von 15 Minuten in Kenntnis setzen. Hierzu reicht ein kleiner Spaziergang. Jahrzehnte vernachlässigt, verfallen ganze Stadtteile, geht unwiederbringliches historisches Erbe verloren. Die Gesichter der Städte wandeln sich zur Unkenntlichkeit. Durch tätiges Nichtstun hat ein Heer von Verwaltungsangestellten, gestützt durch entsprechende Strukturen, mehr Altbausubstanz zerstört, als das der Zweite Weltkrieg vermochte. Das ist nur ein Bruchteil der Bilanz. Vor welchen Aufgaben stehen wir? Das Feld der Kommunalpolitik geht über das äußere Bild der Städte hinaus. Es ist wahrhaftig ein weites Feld. Also ganz kurz zur Arbeitsgruppe Frauen. Ich denke, wenn es Probleme der Frauen gibt, dann können sich die Frauen in der Hinsicht selbst artikulieren und diese Gruppe bilden. Zweitens zu den Medien, in die Reihe solcher Wörter wie Chauvinismus, Nationalismus und so weiter. Heutzutage darf in der DDR niemand in dieser Reihe das Wort Stalinismus vergessen. Als nächstes, ich glaube, Informationspolitik kann durch jedes Mitglied der SDP selbst betrieben werden. Statute liegen hier massenhaft aus, Gespräche allenthalben sind möglich. Ich habe gestern festgestellt, dass zum Beispiel die Studenten der Filmhochschule die zukünftigen Leute, die an der Spitze der Medien überall stehen werden, so die Situation noch eine Weile so bleibt, wie sie jetzt ist, wissen nichts über die SDP. Ich wurde gefragt, ob wir ein Verein von 48 oder 49 Mitgliedern seien. Da kann man selber sicherlich eingreifen und vielleicht an diese Filmhochschule sich mal wenden. Das Problem der Gewerkschaften, das ich vorhin angesprochen hatte, ich glaube, es kann niemand eine soziale Marktwirtschaft verantworten, wenn es keine Gewerkschaften gibt. Wenn es keine unabhängigen, freien Gewerkschaften gibt. Dazu muss es ein Streikrecht geben. Das heißt nicht, dass das die Vernunft der Gewerkschaftsmitglieder ausschließt, einzusehen, dass ein Streik zu einem gewissen Zeitpunkt nur Schaden bringt. Das Recht muss vorhanden sein. Das ist eine demokratische Voraussetzung. Zur aktuellen Situation. Gestern auf dieser Demonstration war Heiner Müller der Einzige, der diesen unabhängigen Gewerkschaften Gehör verschafft hat. Ich halte das symptomatisch für die Situation, die derzeit besteht. In den Medien hüben wie drüben ist dieser Aufruf zur Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft sehr schnell untergegangen. Das wird verschiedene Gründe haben, auf dieser Seite, auf der anderen Seite. Wenn es perspektivisch solche Sachen wie Joint Ventures hier in der DDR geben wird, aufgrund der katastrophalen Situation in der Wirtschaft, dann wird es sicherlich auch für mögliche Investoren sehr günstig sein, eine Belegschaft zu haben, die 10 Tage weniger Urlaub hat, als es zum Beispiel in der BRD der Fall ist. Das ist eine günstige Möglichkeit der Kapitalverwertung. Wir müssen gegen dieses Interesse rechtzeitig vorgehen. Deshalb unsere Informationspolitik daraufhin und das als Anregung auch für die Redaktionskommission, die heute arbeitet, deutlich die Unterstützung der SDP für diese unabhängigen Gewerkschaften herausarbeiten. Aber jetzt möchte ich noch zu einzelnen Punkten etwas ganz deutlich sagen. Erstens, was die Wiedervereinigung betrifft. Die SDP ist derzeit, darüber kann man diskutieren, um nochmal darauf zu kommen, aber derzeit in ihrer Gesamtheit nicht der Meinung, dass wir eine Wiedervereinigung anstreben, die die Anlehnung der DDR an die Bundesrepublik bedeutet. Das steht nicht zur Debatte. Wiedervereinigung ist, wenn überhaupt, nur im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Friedensordnung möglich und dann wahrscheinlich eventuell als Konföderation und solche Sachen. Darüber kann man später diskutieren. Zurzeit müssen wir darauf halten, dass wir die konsequente Zweistaatlichkeit Deutschlands wahren. Das ist die Bedingung dafür. Dementsprechend sieht unser Verhältnis zur SPD aus. Wir sind oder wir werden Mitglied der Sozialistischen Internationale sein. Insofern haben wir Beziehungen zu allen sozialdemokratischen Parteien, die existieren, also auch zur SPD.
Unsere Beziehung wäre nicht die sein, dass wir in eine Rechtsnachfolge der ehemaligen Ostberliner SPD eintreten, was ich schon erläutert hatte, sondern wir haben gleichberechtigte Beziehungen zu Ihnen. Wir werden Kontakte aufbauen. Von der SPD sind Wünsche an uns herangetragen worden. Dialog kann nicht schaden, man kann nur voneinander lernen. Das sind die Grundlagen unserer Beziehung zur SPD. Gründungsurkunde des Bezirksverbandes Berlin der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Hiermit gründen die Unterzeichnenden den Bezirksverband Berlin der Sozialdemokratischen Partei in der Deutschen Demokratischen Republik. Sie erklären ihre Übereinstimmung mit den im Statut verankerten Grundsätzen einer ökologisch orientierten sozialen Demokratie. Die Mitglieder des Bezirksverbandes Berlin suchen die Zusammenarbeit mit allen demokratischen Initiativen, Gruppen, Parteien und Personen, ungeachtet ihrer weltanschaulichen und sozialen Bindung. Angesichts des sich seit dem 7. Oktober stark entwickelnden politischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger sowie der wachsenden Mitgliederzahlen der SDP halten wir es für erforderlich, die Gründung des Berliner Bezirksverbandes jetzt zu vollziehen. Der Fortgang der Diskussion über die vorgelegten Grundsätze bestärkt uns in der Überzeugung, mit inhaltlichen und strukturellen Verbindlichkeiten einer sozialdemokratischen Partei an der demokratischen Erneuerung unseres Landes mitzuwirken. Berlin, den 5. November 1989, die Mitglieder der Gründungsversammlung.